Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TDT mit allen aus dem Team Pietsmeet und natürlich unserem allseits geschätzten Gast Dalukart. Hallo Dalukart. Ironisch an. Hallo. Meinst du nein, mich? Es war nicht ironisch gemeint. Wow. Dalu, findest du es eigentlich in Ordnung, dass du mal als abfälliger Gast angesprochen wirst? Ja, ist ja kein Abfälliger. Kommt aber nur so rüber, wenn Christian. Einleitung macht. Der geht mir hart auf die Nüsse. Trust dich schon mal nicht. Ich bin so traurig, dass ich nicht Traitor bin. Dann hätte ich 2 Safe-Kills schon gehabt. Ey, weil die gerade erst gespawnt sind. Ja, richtig. Ich stand mit der Schrotze hinter seinem Programm, ey. Das war so traurig. Der ist gerade erstaunlich lange rückwärts gegen die Wand gelaufen. Ich glaube, der war ein Traitor. Ja, ich glaube, Sepp hat auch gekauft. Weil Jay nämlich mir die ganze Zeit hinterherläuft und ich ihn angucken. Ja, aber da musst du ja nicht rückwärts gegen die Wand laufen. Das ist ja voll gefährlich. Ja, ich sehe das aber nicht. Aber ich will Jay nicht aus den Augen verlieren, damit ich direkt schreien kann, wenn er mich wegmacht. Peter, du machst das außerdem falsch, ja? Sepp sagt immer, ich will Jay nicht aus den Augen verlieren. Du sagst aber nur du. Ja, das geht nicht. Ja. Vorne am weißt du nicht? Sonst weiß der doch nicht, wie der gemeint ist. Nein, ich wollte nicht. Achso. Wolltest du mich gerade killen, Dalu? Hätte ich mal. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ja, das schon safe in, drin. Oder? Das ist Peter, das könnte ja sonst jeder sein. Oh, nee. Letzte Nacht haben wir WWE. Könnte es sein, dass Jay etwas Lag hat. Wobei, Christian, du klingst auch. Was hast du da gerade in der Hand, Dalukart? Bisschen müde? Poison Gun. Nein, ich hatte eine Diegel in der Hand. Ich hab lockere 7 Stunden geschlafen. Du Labersack, Alter. Ja, bist du dann tatsächlich auch erkältet? Ich glaub, Dalu ist es. Ja, ich hab. Weißt du, jetzt geht ja so die Weihnachtszeit, ist so Familientreffzeit. Also, Christian ist auf jeden Fall Trader. Da muss man all die ganzen kranken Leute treffen. Genau, weißt du, dann hast du immer so 4 Leute dabei, so, ja, nee, nicht umarmen, ich bin voll krank, weißt du, ach komm, hier ist ein Schmatzer, weißt du. Ja, geil. Und zack, infiziert. Schlimmer als bei Left 4 Dead, ey. Genau, so läuft das. Vor allem. Was hat denn Left 4 Dead mit Infektion zu tun? Mit Infizierten. Ach so. Und Krankheiten und sowas. Oh oh! Das explodiert. Was war das denn für eine krasse Explosion? Der ist gedeiht. Ist das Poison? Warum nicht war das da? Das war kein Poison, das sah eher aus wie ein. Wie ein dieses Item-Ding, was Sepp gerne nutzt. Aber dann hast du vorher einen Sound gehört. So ja, nee, das ist so ein hochgepitchter Sound. So dieses What the fuck Boom, ganz schnell abgespielt. Okay, wie heißt denn dieses Blitz-Ding? Was ist denn dann dieses Blitz? Ich wüsste die Leiche. Meinst Peter, du bist du tot? Peter redet nicht mehr. Ich würde sagen, Peter ist es, aber ich weiß nicht, wo die Leiche ist. Peter, wo ist Peter? Hinter mir! Ja, also, wow! Hinter mir, okay. Ja, wir müssen Christian und Sepp erschießen. Das hättest du wohl gern, du Stinker. Ja, jetzt vertrau mir doch mal hier, du Bobo. Scheiße, hätte ich dir vertraut. Ich heiß nicht Peter. Komm, hier, pass auf. Meinst du, ich verpiss dich. Ja, verpiss dich. Ich bin doch an dir vorbeigelaufen. Ich werde nicht mit dir zusammenlaufen. Das ist mir scheißegal. Du, egal, auf wen du jetzt triffst, dann triffst du halt auf den Trailer. Ja, ich schieße halt auf alles, die mir entgegenkommen. Christian ist bei mir. Du kannst gerne auch zurückkommen, den Kill abstauben. Ja, er ist schon töte dran. Den. Und ja. Identifizieren. Er hat sich weggeportet. Moment. Aber wohin? Klar. Ja, du kannst den Teleporter-Ausgang... Christian, stimmt das? Du kannst den Teleporter-Ausgang so hier noch sehen. Ja, stimmt das, was er sagt? Und da hast du dich wegteleportiert. Wer ist denn sonst noch, Christian? Ich hab dich angesprochen, ich bin du. Ja, stimmt, du hast das System hat mal geschrien, aber ne? Wo soll ich mich denn hingeportet haben? So ein Quatsch. Wer hat denn da geschrien? Das hat Quatsch. Na! Tja, komm her, Sepp. Was war das denn? Was war das denn? Das war der Prop Exploder. What alle Mitglieder von Pietsmeet, ja? Das war der Prop Exploder. Nein. Niemand weiß, wer ich bin. Man muss sagen, Dennis hinter Dennis. Hinter Dennis. Dennis hinter Dennis. Woran bin ich? Dass du hier im Raum warst und dich dann Bram gekillt hab und mich dann wegteleportieren wollte und du dann im Endeffekt derjenige gewesen wärst, der dann so daneben steht, so Wo war das denn am Prop? Das lief gut, das lief gut. Habt ihr gut gemacht? War kein Prop. Ja klar, war hier ein Prop. Hier haben die Messer. Christian und Sebastian gut gemacht. Die Macheten. Messer? Da liegen 2 Macheten, so. Die sind da gekreuzt an der Wand. Damit die hast du auch schon gesehen. Die haben hier auf dem Boden mitten in den Raum gelegt. Lol, die Prop. Ein Gemälde ist auch ein Prop. Machete, alles, nicht Gemälde. Hey, ey. Meinst du mich? Machete, Gemälde? Wie funktioniert alles dieser Prop-Exploder überhaupt? Du kannst alles Peter ist interested. Aber Christian, du musst nicht sagen, meinst du mich, sondern meinst du Christian? Ja, jetzt habe ich selbst nicht verstanden, weil ihr alle dazwischen gelabert habt. Ich wollte nur gucken, was du machst. Also, was Peter macht. Ja. Dann wird das markiert. Meinst du mich? Wenn dann einer in die Nähe kommt, explodiert das dann oder musst du das nochmal manuell? Kannst du mehr als eine Sache markieren? Nein. Hallo? Hallo? Christian? Nein. Also, ist schon ein bisschen complicated.
Und hat auch ein bisschen Delay, also so eine Sekunde hat das Delay. Ich hab's auch schon weil erst der Sound kommt, den Janie hört. Ich muss auf Echtzeit. Ja, ich bin aber auch nicht durch einen Prop Exploder gekillt worden, sondern durch einen Melon. Und ja, ich weiß nicht, durch was ich getötet wurde. Das ist aber frech. Und ja, aber irgendwann durch den Boom Buddy getötet worden, oder? Christian, was hast du aber keine habe ich eine Leiche confirmed? Kann sein. Ja, doch, kann sein. Leute, hey, von hier aus. Ich war in dem Raum. Nicht zu aber sehen. Bei ja, dir kam doch so ein Geräusch, Dalo. So ein oder war das bei dem Prop-Expert? Hier ist genau der Punkt, wo die Stühle verschwinden. Wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne mache, ist der Stuhl wieder da. Weg. Wieder da. Ich habe dich gar nicht gesehen, weil mein Kaufstuhl wieder drüber war. Stuhl wieder da. Ohne Scheiß. Ja, dann ist es wirklich. Was ist das denn? Ja. Ey, da wird geballert. Wer schießt? Dalu ist es gar nicht, sagt euch. Ja, das ist 100% safe. Aber das war Dalu selber. Na, safe zu 99%. Doch, der Dalu, der war hier. Geschießt. Hat sich eingeschießt. Piep. Hey, wieso liegt denn deine Granate? Die sieht mir suspicious aus. Meinst du mich? Ach, das ist eine Fake-Nate. Wenn du die aufhörst, ja, explodierst. Ich meine dich, Granate. Bram, du alte also, Granate, so eine Granate, ey. Sag mal, lebt Jay eigentlich noch? Jay, lebst du noch? Oh, Jay guckt sich gerade den Shop an. Jay oder die Granate? Nee, ich meine schon Jay, weil der sagt schon so lange nichts mehr. Wo also wir den hier die ganze Jay Zeit so halb von der Seite sollte, andissen. Machen wir den fertig, ne? Ja, sehe ich genauso. Bram ist nicht Jay. Nee, das ist aber ich glaube nicht, dass der noch lebt, tatsächlich. Das naja, glaube ich auch nicht. Oder der ist wieder Trader und erzählt. Bram, hast du gesagt, das ist korrekt? Ja, Bram hat wozu habe ich gesagt, das ist korrekt? Da liegt eine Leiche! Moment, hier wurden super viele Doppelgespräche geführt, Peter. Ja, das also, was stimmt ist korrekt? Seine letzten Worte waren, da liegt eine Leiche. Sepp ist gerade gestorben. Ich habe gerade Jay den Traitor gekillt, möchte ich mal kurz sagen. Ich glaube, das ist gelogen. Ich glaube, die Leiche lag da schon. Nein, ich habe den hier gerade gekillt! Dalu. Das kaufe ich dir nicht ab, Peter. Er war hier, die Leiche! Die Leiche, die lag hier schon. Aber ich habe gerade den hier vor dem Mülleimer umgenockt. Das sollte ich nicht sagen. Was ist denn jetzt mit Sepp passiert? Ich glaube, Peter belebt jetzt Jay wieder. Wenn Jay wieder lebt. Nein, Alter, Dalu, willst du mich hardcore verarschen? Ich hab schon wieder Shotgun, Bram. Dalu, Bram. Alter, Junge. Oh Mann, ey, Mann. Weißt du, da wollte ich gerade schön gucken, wo. Das war Kacke, was? Peter. Was? Das war Kacke, Peter. Bist du am eigenen Boom Buddy gestorben, oder? Oder hat Peter dich gekillt? Nein, Peter, ich hab den gekillt, Alter. Peter hat mich gekillt. Ich bin jetzt in der Ecke gewesen. Sepp hat meinen Boom Buddy erwischt und. Boom Bunny. Bubani. Ja. Meinst du mich? Und Peter hat das kaputt gemacht. Ja. Du bist unser Bubani. Christian. Ich bin immer Bunny, so. Mit Bart. Das passt. Nein, Jay, Bubani mit immer Bart. Vor mir da an, ey. Liegt bei euch der Server eigentlich auch oder ist das nur bei mir so? Der mir Server nicht, ich hab nur manchmal ein Standbild. Ja, du hast aber auch eine 67er Ping. Ich hab so einen Zurücksetzer. Das hab ich ja, nicht. So leicht. Ja, wir spielen auf den Testservern von PUBG. Ein bisschen Rubberband. Geh erstmal duschen. Das ist okay, ich komm mit. Okay, lass zusammen duschen gehen. Komm, okay. Wetsch und Dench schon. Jawohl. Ja, fick dich, Bram. Fick dich! Ja. Das kann nichts Gutes werden. Oh. Der kommt gleich, der kauft doch gerade da schon ein Dingens. Sepp war der geschossen Sepp wollte das gerade. Ich wollte mal gucken, ob jemand das nutzen möchte. Ja, ist aber ich dachte, jetzt kommt die Lemonade, aber da war ein Traitor auf jeden Fall bei. Oder, ja, okay, es kann sein, dass beide Traitor da waren. Jetzt geh ich wollte kacken. Wissen, ob Sebastian jetzt schreit, wer schießt da. Dann hätte ich ihn weggemacht. Achso, neben dir steht? Wow. Nee. Hier. Ich stehe gar nicht neben dir, da ist Sepp drin. Ey, ich bin hier scheißen, ja? Ja, aber der hat nichts gesagt. Peter, du, Alter, das ist voll dreckig, das Klo. Da ja, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ich mach das erst danach sauber, aber nicht währenddessen. Du ja, spülst nach dem nicht anderen, ab, während du kackst, Peter? Nee, wir machen sowas. Das macht keinen Sinn. Und Jay und Peter verstehen sich ganz schön gut hier. Wo ist denn Jay? Ja. Ja. Finde ich. Meinst du mich? Jetzt mal ernsthaft, wo ist Jay? Ich hab Jay nicht gesehen. Hallo. Da ist Jay. Ich hab Jay gefunden. Und Sepp. Der will dich nicht verlassen, Peter. Na, Sepp zumindest. Ich hab Jay immer noch nicht gesehen. Ich glaub, du laberst. Bullshit. Der oder der ist unsichtbar. Bullshit. Hä? Wieso? Da, du hörst heute gerade. Der ist wieder weg. Hab mich ein bisschen umgeguckt. Achso, in mein Gesicht. Okay, ich stehe. Oh, Jay ist so Traitor die Runde. Jay da, du ist es! Jay ist Traitor die Runde auf jeden Fall. Wieso? Weil jetzt Jay so spielt, so läuft. Pass auf, da nur auf, Peter. Also, er lebt noch nicht. Meinst du mich? Hätte, ja. Also ja, ich meinte dich mit Peter. Na, okay. Wem meinst du denn? Wegmachen möchte. Ja, ja. Alter, Spaß damit. Alter. Wenn das. Christian ist Traitor. Christian ist tot.
Weißt du, Alu? So, jetzt warte ich mal auf Jay. Das war Pech gewesen. Vorbei. Christian lebt wieder, aber ihr habt gesehen, dass er confirmed wurde oben rechts. Er ist wieder, also, ich Second Chance. Später. Er steht oben, du bist jetzt. Du hast mich einfach weggeballert. Du hast gesoffen an der Bar. Boah, Bram, das wird doch knapp. Boah, hier liegen das wieder die Messer knapp, so komisch. Ich hab mich am Arsch, 6000 Schuss, aber Christian hat den Deckel. Aber ich glaube, was? Mit der Pistole, ey. So kann man einen da nicht kannst du damit nicht wegmachen. Oh Gott. Oh Gott. Peter. Nee, passt oder schon. Leute, wir sind mit drei Mann hier, Alter. Leck mich am Sack. Ich will den haben. Ja. Okay, Christian, ist halt gucken, was du machst. Warum bringst du den denn rein, Bram? Wie? Warum denn nicht? Ich hab den doch gekillt. Ich bin doch safe. Ich hab den auch schon gekillt, aber wir sind beide nicht, wir haben beide nicht so viele. Ja, wir beide gehen zusammen, glaub, da, halt da. Okay, rechts oder, ist Quatsch, Christian. Bram, pack ihn doch hier in den Häcksler hinter dir. Das ist ein Häcksler, ja. Ich muss nur ein bisschen auf. Hier, bei mir, hier bei mir. Da drin, ja, hinten. Aber passt, ich passe immer noch ein bisschen auf Jay auf. Der schießt ja, sich gleich beide. Ich hätte euch doch schon längst. Hey. Auf jeden Fall. Cool. So. Was hast du. Was war das denn jetzt? Wow, und ich hätte euch nicht schon längst machen Peter können, ne? Nee, du hättest verfehlt mit dem ersten Schuss. Richtig. Ja, oh, Peter ist es. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, beim ersten Schuss verfehlt sich immer zeigen. Wir haben Christians Leiche jetzt weggemacht, oder? Wir sollen einfach zusammenbleiben und alle Peter erschießen. Das ist eine gute Idee. Ich bleib bei Jay. Ich bleib bei Peter. Oh, boah! Boah! Du bist so schnell weg, ey. Wer hat ihn gemacht? Scheiße. Ja, Bram hat mich gemacht. Fuck it! Jawohl! Hätte ich mich mal gemacht. Zeit, weißt du? Christian brauche ich 7 Schuss, aber Peter auf die Distanz easy. Ja, wobei ich schon angeschossen war von Sepp, muss man dazu sagen. Ja, Christian ja, nach dem 6. Schuss auch. Und trotzdem ist er nicht. War aber auch weit weg. Was hattest du getrunken, Christian? Weil du hattest doch volle HP, oder nicht? Schnell schießen. Achso. Boah, ich shoot den. Ha! Warte. Bin als erster durch die Dingens durchgelaufen. Als erster durch die Tür. Boah, ja, das heißt, die nächste Shotgun, die gehört mir. Bisher hat immer Jay mich da abgezogen vorher. Boah, krass, weil ich einen besseren Startplatz hatte. Das ist schon sick. Ja. Das ist schon echt. Jetzt hatte ich Turbo-Start. Ich nehme einfach immer die. Ah. Oh, Jay! Wie Sepp halt einfach schon vornherein dieses Messer da hinlegt. Warum auch nicht? Ja, damit du deinen Proppe-Scheiße benutzen kannst. Proppe-Scheiße? Ja. Sepp! Aber! Lol. Also ja, Sepp und Jay ist vor meinen Augen umgefallen. Moment, aber Sepp ist hier nicht. Nein. Wenn Sepp kann das nicht gewesen sein, weil Sepp nicht in dem Raum. Der hat Sepp gesagt. Ja, aber. Wieso ist Sepp weg? Bram. Moment, Sepp, das war nicht klug von dir. Das ist dir bewusst. Oder? Aber jetzt machst du das, hoffe ich doch. Dankeschön. Wovon redest du, Bram? Kannst du uns kurz aufklären? Ne, Sepp weiß Bescheid, aber Sepp, beim nächsten Mal nicht mich anschießen, ja? Das wäre ganz schön nett. Ja, das war voll knapp, ey. Das war voll doof. Okay. Ja, das war echt voll knapp. Ich hab halt extra hinter der Ecke gewartet und hab gedacht, das kann nur. Ja, ich weiß, scheiße, ich wollte da reinkommen und dich confirm, weißt du, dass hier keiner drin ist. Komm, ich hol mal ein Radar. Peter ist unten am. Ich hab auch ein Radar gekauft. Peter ist also unten, ja. Alter, der hat da aber kurz einen Prozess gemacht, ey. Leck mich am Arsch. Ja, also wir, damit meine ich Sebastian und Dennis, ne? Wer hat eine Combustible Lamp? Und eine Mel. Ja, jetzt trimmen wir uns doch, oder was? Ja, der rennt ja auch weg, oder? Ja, du wisst doch, wo der ist. Lass doch zusammen. Dann pass auf, du rennst aber vor, ich renne hinterher und dann machen wir den. So, 3, 2, da oben ist er. Ah, echt? Kann der nicht. Oh Gott! Nein! Hat er doch keine Chance. Okay, ohne beide hätten es natürlich auch sein können. Aber da so weit war ich noch nicht mit meiner Schlussfolgerung. Ich hab echt gedacht, Dalu ist es. Nein, weil Sepp Bram. Sepp ist hier nicht! Ja, ich ja auch nicht. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich hab nur Bram gedacht, gesehen, der durch die eine Tür reinging und ich durch die andere Tür und dann war Alter. Sepp nicht in dem Raum. So, das hätte natürlich nur noch Sinn gemacht, da Bram der andere war und Sepp halt gedeckt hat. So. Ja, aber der war auf Klo. Da hast du nicht reingeguckt. Ja, so weit war ich ja noch nicht. Bin gerade erst reingekommen in den Raum. Er ist aber nicht aus der anderen Seite rausgegangen, das meine ich. Der hätte logisch, aber der hätte aber auch nicht bei mir rausgehen können, weil da die Combustible Lamp lag. Ja, die ist ja direkt nach dem Sound ist ja weg, das ist ja kein, also die brennt ja nicht weiter. Nee, das stimmt, aber ich stand halt in der Tür schon, als die Combustible Lamp. Genau, und wenn ihr beide Trader wart, hätte er da weggehen können. Die Combustible Lamp macht übrigens auch Damage durch, Wände, Decken, also, und ja, du, genau, durch Decken. Ich stand unter euch und hatte danach kaum noch Damage. Ach, du standst unter euch? Kaum noch Leben, ja. Oh, hallo. Jetzt bin ich hier weg.
Könnt ihr aber bitte hier alle euch verpissen. Ich hätte gerne was reingeballert. Tja. Ist da jemand direkt gestorben? Ja. Okay, jetzt ist auf jeden Fall jemand tot. Ja. Ich glaub, du laberst Bullshit. Ja. Da zähl ich als Schussansage von Sepp der Straight. Okay. Bram, wo bist du? Komm her. Dann bist du mein Casino. Jetzt ist auf jeden Fall jemand tot. Weißt, keiner beschwert sich. Ja. Ja, war mir doch bewusst, Bram, natürlich. Ja, natürlich. Oh, warte mal, da liegen keine Schwerter auf dem Boden. Das stört mich. Das ist irgendwie nicht gut. Ne? Kannst du nicht zulassen, wa? Naja, da muss immer ein Schwert auf dem Boden liegen. Na komm. Alter, ich dachte gerade, du aktivierst das. Da LOL! Da. Ey, Peter, lass das mal. Okay. Oh nein! Ich hab Peter mal weggemacht. Ich dachte, er hat zwei gekillt. Ja, ich hab aus Versehen Bram getötet. Oh, Peter lebt wieder! Bram, es tut mir so leid. Ich dachte, das war der letzte gewesen. Das war bei seiner Leiche hoch. Weil Christian Peter erschossen hat. Also Peter ist es. Na. Hä? Ja, komm ficken, ey! Ich hatte einen Leck! Ja. Oh, sorry, Peter hat voll alles gefühlt. Was war das denn? Ich hab auf jeden Fall super dumm geguckt. Weißt du, so geil, Alter. Jetzt hol mir die Traitoren. Weißt du, komm, ich dachte, das kommt Dalu, renn da rein. Und dann schießt er auf mich. Da dachte ich mir so, nein, das ist Dalu. Ich hab mich um einen verzählt. Einer wurde von der Lemon gekillt. Okay, Christian hat Peter getötet. Alles klar. Und hinter mir kommt einer. Ich dreh mich um und gebe ihm einen Headshot. Oh shit, Runde ist nicht vorbei. Christian hat auch ganz schön dumm geguckt. Ja, ich dachte, das ist geil, Alter, jetzt haben wir so einen Dart geschossen. Darüber hat 70 ein bisschen aufgeregt, ist gucken gegangen und hat aus der anderen Richtung dann eine Combustible Lem. Ja, das war meine Combustible Lem. Sorry. Und dann wollte ich euch umlaufen und dich dann noch wegmachen, Christian, aber das hab ich halt verkackt. Weil mich selber die Lem. Wie kann man die scheiß Lem werfen, ohne dass man selber Damage davon bekommt? Weit weg. Nicht, genau. Nicht auf den Boden werfen. Das ist ein guter Trick. Da sollte ich drüber nachdenken. Ah, guck mal, Christian hat sich umgedreht, der ist es halt. Hey, bei mir. Ich meine, auch wenn du. Na, da gibt ja auch immer Sinn. Dalus Aussage, dass nur die Traitor sich umdrehen, das ist so ein Quatsch einfach nur. Ich will wissen, wir das. Nee, es ist so. Nee. Funktioniert öfter als die Bramsche Theorie. Es wurde eine Melon geplantet. Okay, hey, warte nicht. Bram! Okay, ich hab Bram. Oh nein, die Melon! Oh nein! Wurde eine Melon geplantet. Sepp schießt auf mich? Nee. Christian ist es. Nein. Okay. Hast du gerade Sepp gemacht? 38%. Nee, warum kriege ich die ganze Zeit nur auf den Sack hier? So, du kamst aus dem Gang. Oh nein, das war's! Ach fuck, das war's. Guck mal, alles haben über zwei. TT. Nee, Sepp! Nee, hat Sepp gewonnen mit einem Punkt. Sepp hat gewonnen mit einem Punkt Abstand. Danach drei auf dem zweiten Platz. Dalu, Christian und Bram. Dann ich auf dem Treppchen noch mit dem dritten Platz und Jay ganz abgeschlagen. Für den wir als Einziger geklatscht. Ich wurde einmal von der Lem als erstes gekillt, gerade von Bram als erstes gekillt. Ich konnte auch gar keine Punkte holen. Was willst du da machen? Aus. Das sagen wir dazu. Da machst du nix. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.